Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, wir haben schon richtig viele Parts, aber auch Parts der Sorge und Parts des ständigen Angriffs. Die KI tut uns richtig böse. Sie greifen mit den Rotos zusammen an. Werden wir das schaffen? Ich will mal kurz schauen, ob die verbündet sind. Ja, ja, Wiedererlangung. Nur wegen dem Ding, hä? Veluca. Oh, ja, ja. Endlich bald mit einem Waffenstillstand enden. Ich hoff's. Ja, die haben nichts mehr, König. Gleich, Nords. Ah, Waffenstillstand. Nein. Aha, eben. Um welche Richtung, Königreich der Nords. Gut, wir werden nochmals in den Krieg müssen, eventuell. Gut, wir schaffen das, das Dorf zu schützen. Ja, was sollen wir genau jetzt machen? Die aufspalten irgendwie, aber ich schaff's nicht, die aufzuspalten. Ja, sie gehen weg. Ah, da kommt noch einer! Noch zwei Tage. Da kommt noch... Ja, komm, bitte! Bitte! Ja! Greift sie an! Ja! Danke! Ja, endlich jemand hilft mir. Ich bin wirklich fast am Verzweifeln gewesen. Aber dank dem König, dem herzlichen König. Ach Mann. Ich glaube, ich muss die Frau holen. Ich tue den wirklich langsam stürzen. Der brauchte so lange hier hinzukommen. Aber endlich hat er mich erlöst. Nein, bitte nicht. Jetzt musst du nicht weggehen. Ich möchte mal kurz schauen, wo die Burg ist, wie sie eingenommen hat. Boah, die haben ja so viel eingenommen schon. Burg Samara war's, hä? Eventuell wird Kanakegit hier sein und hier oben wird, ja, die sterben jetzt bald aus hier. Wir werden die Nord sein und wir werden hier oben sein und hier unten. Boah, das wird sich alles irgendwann mal verschieben. Aber eben, das ist ja das Wichtige, dass man lange dran bleibt. Viele Let's Plays sind leider nicht mehr so lang gewesen, oder? Und ich bleib zu lang dran. Ich hoffe, es gefällt euch. Also, ich tue immer so ein bisschen, ich bin nie Konkurrent zu anderen Let's Player. Ich bin immer einer, der auch die anderen Let's Play einfach ein bisschen helfen möchte und ein bisschen sie recht, ja, das, wie sie am besten recht es machen sollen. Weil die Let's Plays, die gehen in eine falsche Richtung, die werden in Richtung Entertainment und so Sachen gezogen und das ist natürlich nicht so gut. Also, ich hätte schon gern, wenn es Richtung Kollegschaft und alles Mögliche geht, also dass man recht öffentlich ist. Vor allem öffentlich. Und ich will einfach ja in diese Richtung gehen, dass ich einfach gut mit euch zusammen einfach ein guter Kollege bin und ja mit euch auch reden kann und diskutieren. Dass es vor allem viele Kommentare gibt. Das ist ein bisschen komisch, dass es bei mir so wenig Kommentare gibt im Gegensatz zu anderen, die gleich gut sind. Eventuell mögen die meisten halt mich noch nicht ganz so gut. Das kann ich ja verstehen. Aber ich finde vor allem gut, dass wenigstens in den Bar langsam wieder rauskommen und Kommentare schreiben. Ich bin halt erst seit August wieder guter Let's Player. Weil ich lange Pause machen musste wegen der Krankheit, den Krankheiten, die ich habe. Und eben das Asthma plagt mich halt immer wieder. Allergisches Asthma. Und genau das macht mir halt einfach ein bisschen Sorgen. Dass es einfach eventuell bald halt wieder so sein kann,
dass es halt einfach dann wieder ein bisschen schlechter geht mir und ich nicht mehr Let's Playen kann. Monte war ist gefangen genommen worden. Es kommt der andere auch wieder nicht. Ja. Komm König, bitte. Nur diesen besiegen dort. Nur diesen besiegen, bitte. Bitte, bitte. Also wir haben so viel Geld jetzt, gell? 40.000, wir können jetzt gleich mal ein neues Gebäude bauen hier. Und eventuell muss ich halt immer mal ein bisschen kaputt machen lassen. Also ja, dass die Gegner das verheeren. Aber mehr geht jetzt gerade halt nicht. Ich will ja euch nicht ständig immer nur Angriffe zeigen. Also die besiegen ständig. Wir sind sowas von überlegen. Wir können gar nichts machen. Lol, der hat mega Angst. Okay, noch ein bisschen, komm. Ich muss diese Flagge mal ein bisschen merken. Die ist ein weißer Stich in der Mitte schräg. Und sonst grün. Die greifen immer, stellen ihn mich an. Kerluchs. Der Luchs. Der böse Luchs. Ja, jetzt werden die Nords natürlich alle anderen angreifen und mich nicht in Ruhe lassen. Ja, jetzt greifen sie Veluka, ne? Passiert endlich mal wieder etwas. Ich will mal schauen, wie viel habe ich schon an einem Ding. Ansehen. 603, jetzt bin ich bald besser als die anderen. Der hat zum Beispiel nur, ja, sogar der König. Ist das gut, der König gewesen? Nein. 700. Darf ich kurz mal schauen, die Gräfe. 200, 800. Grafsreichs, der ist natürlich, das war doch der Marschall, oder? Was ist eigentlich Kontroverse? Das ist immer das Negative wahrscheinlich. Also wie die Truppen auf mich oder auf die anderen eben reagieren. Ich glaube, das sind die Leute im Swadion, also wie schlecht es so dasteht. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr. Der hat 98. Na gut. Halt! Ulusamai. Genau, dann haben wir es kürzlich erledigt. Trellrog ist sowieso, glaube ich, ist er nicht ein Verräter. Okay, gut. Wir müssen das so machen. Alles auf ein. Jetzt kommen sie, diese Feiglinge. So schwere Feiglinge. Muss die Schützen die bauen. So gut wie geht. So gut wie es geht, ja? Ah, ist ein fetter Rang und ein Bauen erledigt. Diese Feigling. Bauer Baschetour ist Level up. Werden sowas von uns kaputt gehen. Ja, toll, wunderschön.
Wunderbar, wunderbar. Hm? Da kommen noch mehr. Allein ist auch erledigt. No. Bauen. Nein, ihr werdet alle sterben. Schützt sie. Nein, nicht noch ein Bauer. Genau, alle töten. Alle masslos kreuzigen. Rodok Sergeant sind die Großen, okay. Mit den großen Schieder. Gewonnen! So mega große Armee. Wir haben fast keine Chance und PAM! Alles tot. Ihr seid nun mein Gefangener. Ist Telrog wirklich ein Verräter? Ich glaube aber... Eigentlich blau. Blau ist Nord, aber... So hat er so viel Blau. Schon wegen dem Wappen, aber weiß es auch nicht. Oh, lässt euch im Dorf eine Ruhepause anlegen und euch die Truppen halten sollt zahlen. Aber das bringt uns nicht so viel. Eine Schule. Loyalität haben wir genug, müssen wir nicht haben. Eine Botenstation. Ja, geht nicht so, ist nicht so teuer, geht nicht so lang. Gut. Ja, haben wir noch Brot? Sehr wenige. Eventuell müssen wir jetzt wirklich langsam mal kurz nach Veluca gehen. Ja komm, wir gehen einfach nach Veluca. Die haben schon 12 Bauern. Die sind langsam richtig wohltätig, wohlhabend. So, die Schenke mal kurz anschauen. Ich will ja unbedingt noch die Quests machen, aber es wird natürlich schwer sein. Hä? Bauer. Fädner. Okay, gehen wir noch kurz nach Fädern. Fädner. Lösegeld. Toll, danke, dass du hier bist. Ja, wir haben recht viel, hä? Drei haben wir. Der hat ein Level Up und macht kein Level Up. Hm. So, dann gehen wir noch zum Marktplatz. 2900. Ihr seid ja richtig wohlhabend. Boah, schwer Langspitzschild, verstärkt. Drei Schauen. Habe ich auch. Also, Sperre. Sind ja nicht ganz so gut. Ach komm, weg. Zu schwach. Zu schwach. Es hat auch Stangenwaffe. Und wie viel haben die? 4? Nee. Benutzen wir nicht für die Truppen. 43. 38. Ja. Kettenfäustlinge, danke. Manöver. Ärger. Die anderen Sachen sind schwach. Ah ja, genau, das Pferd hier noch anscheinend. Ja, ist auch schwach. Gut, hier haben wir einen Plattenrock. Mann, ich will so einen schwarzen Plattenrock haben. Hm.
Oh je. Panzerhandschuhe, Dexen zu teuer. Handschuhe grob. Metallversteckte Plattenhandschuhe. Einfach Benzin. Okay. Ein Warhorse. Ja. Mate kann man das auch als Nahrung gebrauchen. Schade, mehr hat's nicht. Kann ich mal mit dem König reden? Ist er da? Nee, nur Lassalit. Lassalit. Castor. Aber sieht das wie Lassalit. Gut. Wo ist jetzt diese da? Diese? Da oben ist's. Ja, ich kann das jetzt gerade nicht. Ding. Ich muss kurz zurück nach Hause. Ah ja, die Ding wollte ich noch machen, das Gebäude, aber ich muss schauen, was die genau herstellen. Genau, Leder, glaube ich, gell? Also Felle. Ja, da kommt schon einer. Alle mal hier hin und dann angreifen. Los, schneller. Baundorfin dürfen nicht sterben. Ich greife jetzt einfach mal die an. Du blöder Bauer. Stirbst du noch? Eieiei. Da kommt noch einer. Der ist stecken geblieben. Ich habe extra gewartet, bis der schlägt. Boah, habt ihr das gesehen, wie der geschossen? Der wurde einfach irgendwie weggeschossen. Nein, nicht genug, Nordhus Karl. Eieiei, immer die Bösen, die großen Truppen müssen sterben. Ja, sieht schon cool aus. Die ist so mager. Natürlich, Fußsatan. Nichts bekommen? Hä? Also bekomme ich keine Ding? Wieso bekomme ich keine Ausrüstung? Keine Items, nix. So. Also wir haben Felle. Wir haben Wolltuch. Felle und Wolltuch. Jetzt kommen momentan keine anderen Truppen. Ich habe alle besiegt, aber wirklich alle besiegt. Da ist noch einer mit 101. Hi. Also. Felle und Wolltuch. Wolltuch, nicht Wolltuch. Wolltuch, genau. Ich würde es richtig aussprechen, aber ich habe es falsch ausgesprochen. Kann passieren. Ich möchte ein Produktionsgewerbe kaufen und das ist Wolltuch aus. Ah, Wolltuch habe ich schon. Leder. Hä? Leinen aus Flachs.
Das ist zweimal. Ich verstehe manchmal die Übersetzung nicht. Es ist doch anders, hä? Dann ist wahrscheinlich das Leder. Sonst kann ich ja nichts herstellen. Ich habe aber kein Flachs. Ja, eigentlich möchte ich der Velvet nehmen. Ist aber zu teuer. Ja, und was macht man jetzt als Wolle, als Ding? Aus Leder? Ich nehme wirklich noch das hier. Was ist denn der Unterschied? Also ich werde das noch über... Ich werde kurz mal schauen, hä? Also, Weberei und Weavery. So, ja, wir brauchen gar keine Einheiten, also wir müssen nicht irgendwie alles machen. Aber ich habe nebenbei gesehen, dass Ölpressen hier am besten sind. Machen wir Ölpressen. $34. Gut. Ölpresse. Prima. Ja. Der Rest kann ich dann mal irgendwann später dann, hä? So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie die Einheiten weglocken. Ja, klar. Ja, gut. Dankeschön, dass du nicht dorthin gehst. Nein! Oh, Deserteur. Haha. Gefecht, Gefecht. Boah, 266. Los, Leute, erledigt sie! Sogar noch Bauern sind dabei. Okay, Krieg, ja. Was sind das? Rekruten einfach, okay. Sehen aber aus wie Bauern. Lol. Ist halt schlecht, wenn hier alles feststecken bleibt. Hey. Kopfschuss. Hä? Ich habe auf die Beine gezielt. Und dann noch einen Verbündeten. Pech. Stirbt er halt. Mann, das Spiel ist so böse. Wieso dürfen neue Feinde eintreffen? Ja, okay, es ist über 100. Aber eigentlich ist 100 Limit. So. Ja, es sind viel mehr. Hä? Und es ist doch Limit. Yay. Husch. Husch, mein Pferdchen. Husch. Da hinten ist ein einsames Pferdchen. Oh, es hat Angst. Ach, Firentise. Ei, 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 ei. Dankeschön, dankeschön. Sehr gut. Oh! Verstärkt. Ja, ich muss unbedingt mal die Sachen ausrüsten, hä? Also fange ich wieder unten an. Du hast 2. Nimmst du das? Du gehst nach oben. 38, ja, 29. So. Ja,
kannst du den... Ah, hast du auch 38. Gut. Ja. So. Ferentis. Du musst sowieso mal ein besseres Kleid haben. So. Ja, 1. Du Rest. Und 43. Ne, du kannst ihn lassen. Sieht sowieso besser aus damit. Der Schabi. 39. 13. 16, komm. Du hast Lederschuhe. Handschuhe, da. Und der Rest. Kannst du nicht gebrauchen. Allein. Der Allein hat noch nichts. Dann nimmt er diese Ketten. Handschuhe. 13, 47. Willst du das Gute? Hm? Du bekommst das Gute. 38er Spalt haben. Nimmst du. Hm? Gut. Dann der Ceremos muss auch noch etwas Gutes haben. 16, du hast 13, 36, 37, 37. Ich will dich schon grün lassen, hä? Okay. 4. Ah, du hast sicher Schild-Ding, hä? Da kannst du das... Ja. Du kannst das Gute haben. Basche, du... muss er noch schauen, sorry. Den da. 34, dann nimmst du das 37er. Und... Ja. 36er. 43er. Oh, jetzt sieht aber gut aus. So. Also den Rest brauchen wir nicht. Ab Barschertour, du brauchst noch Fertigkeiten. Und zwar nimmst du ja, Stärke und Schlagkraft und Bogenschießen. Prima. Mehr haben wir nicht zu aufzurüsten. Ja, dann gehen wir direkt mal. Komm. Kommt hier hin. Nein, bitte komm hier hin. Bitte. Du musst unbedingt dorthin. Komm schon. Komm nach Veloka. Du musst nach Veloka kommen. Komm. Nein, du musst nach Veloka gehen. Komm jetzt. Nein, bitte nicht. Nein. Komm schon. Scheiße. Scheiße. Wir hätten sowieso alle besiegen. Ah, haut ja sowieso. Ach komm. Wir machen einen längeren Part dieses Mal. Ach Mann, oh! Du scheiß Tastatur. Hey, haut doch ab! Alle abhauen! So. Jetzt dürft ihr angreifen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht selber in die Bratbetulie kommen. Tja. Wir können halt nichts machen. Wir können die Bauern halt nicht retten. Scheiß Bauer. Ich mag die Verbündeten nie. Die sind immer im Weg. So, ich bin sehr konzentriert, ich kann gerade nicht reden. Der Kampf, den müssen wir einfach gewinnen.
Die Schip... Hey, diese scheiß Bauern, ich werde die KI vernichten. Ich werde sie innerlich zerstören durch das Game hindurch. Die KI ist ja mal mega scheiße von den Bauern. Tu mich aufhalten, sie meinen, sie können ja gewinnen und halten mich so extremst auf, das ist echt mega scheiße auf. Da ist noch die Verstärkung von den Bauern. So. Boah, das wird schon ein langer Part, aber... Nein, nicht ein dritter. Ja, weißt du, die sind wieder ganz weit weg. Völlig zwischen den Gegnern. Was ist denn mit der KI los? Also langsam verstehe ich wirklich, wieso Asman Blade war, wenn nicht so ein gutes Spiel war. Aber eher wegen dem Balancing. Und nicht wegen den Fehlern und... Ja, schon wegen der Übersetzung. Ach, wir haben es geschafft. Im nächsten Part werden wir noch den Vogel vertreiben. Der meint, er könnte uns noch das Dorf verheeren. Okay, ein Rätsel und ein Infanterist ist es geschafft. Wieso bekomme ich keine Items mehr? Was ist denn los? Was mache ich falsch? Haha! Okay, gut. Machen wir noch eine Schlacht. Aber jetzt ohne kämpfen. Vielleicht ein bisschen zugucken. Aber schaut mal diese Verstopfungen an, hey. Mega Verstopfung. Ja, die machen nichts dort. Der macht einfach mal nichts. Einen habe ich getötet, zwei habe ich getötet. Prima. Schokolade essen. Aber das Spiel willst du. Vernichten, zerstören, vernichten, zerstören. Wir sind das Haus. Und das sind die blöden Menschen. Aber die blöden Menschen, nicht die intelligenten Menschen. Das sind die blöden Menschen. Dafür die intelligenten Menschen doch nicht bin. Ding. Ja, man bekommt einfach... Ist das Spiel eigentlich jetzt buggy? Wir bekommen kein Loot. Ah, scheinbar kommt die... Die sterben ja. Also die fliehen ja. Die lassen alles dort. Irgendwo hier in den grünen Tälern. Und dann kommen zu Hasan, haben keine Ausrüstung. Holen aber die Truppen und kommen wieder. Dann haben sie ja gar nichts. Die haben ja nichts dabei. Es wird nur angezeigt, das Spiel ist nur verwirrt und so. Aber sie haben nichts dabei und ich bekomme kein Loot. So ist es, oder? Irgendwie so etwas. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es unfair. Mir gegenüber. Hä? Tschüss. Dankeschön fürs Schauen. War leider ein bisschen lange, aber das Spiel ist ja so. Tschüss.